Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der B407 bei Saarburg ereignet. Beim Frontalzusammenstoß zwischen einem LKW und einem Auto kam nach bisherigen Angaben der Polizei eine 62-jährige Frau ums Leben. Die Frau war im Auto eingeklemmt, das komplette Dach musste aufgeschnitten werden. Der LKW fing Feuer und musste gelöscht werden. Die Beifahrerin der Frau wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der LKW-Fahrer wurde ebenfalls verletzt und wurde in eine Klinik gebracht. So auch der stellvertretende Wehrleiter der VG Saarburg, Thorsten Petri. Die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Saarburg wurden um 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B407 Saarburg Richtung Trassen alarmiert. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW. Es waren eine tote Person, eine Schwerverletzte. Die zwei Fahrer mussten mit der Rettungsschärfe von der Verbandsgemeinde Saarburg gerettet werden. Die Unfallursache ist derzeit nicht bekannt. Die B407 war für die Bergungs- und Rettungsarbeiten ca. 3 Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwehren Saarburg und Beurich. Außerdem 3 Rettungswagen, ein Notarzt aus Saarburg, der Rettungshubschrauber Air Rescue 3 aus Luxemburg, die Polizei und die Straßenmeisterei Saarburg.